Und die Aufzeichnung läuft jetzt auch gut. Warte gerade noch ganz kurz. Ja. So, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich freue mich sehr, Sie heute zu diesem Brownback Legal Tech von Weblo begrüßen zu dürfen. Unser Referent der Stunde, beziehungsweise auch letzte Woche, ist Blaise Deveau. Er ist Dr. Jur, hat zusätzlich einen Abschluss in Wirtschaftsinformatik und ist gleichzeitig in der Geschäftsleitung der Weblo AG. Er ist dort insbesondere zuständig für viele diverse und unterschiedliche Tech-Projekte, unter anderem auch für den sogenannten Push-Service Entscheide. Das wird auch das Thema sein der heutigen Veranstaltung. Das heißt, eine Vorstellung von diesem Push-Service Entscheide und auch ein bisschen ein Ausblick in die Zukunft. Access to Justice wird im Moment immer mal wieder diskutiert. Mit dem Push-Service Entscheide haben wir aktuell die umfangreichste und aktuellste Rechtsprechungsdatenbank der Schweiz, haben aber gerade jetzt akut auch ein Problem damit. Das ist relativ einfach und schnell umschrieben. Wir wissen nicht, wie wir den Push-Service Entscheide nennen sollen. Das heißt, das ist gleichzeitig auch eine Aufforderung an Sie, sich zu melden. Sie haben den Chat oder die Chat-Funktion, Sie können die Hand heben, es gibt die Möglichkeit, F und A Input zu leisten. Hintergrund ist folgender: Push-Service ist ausgerichtet auf Push, das heißt etwas melden auf der einen Seite, also quasi aktiv schicken, und Entscheide ist eine Einschränkung auf die Rechtsprechung. Nun haben wir angefangen, diesen Push-Service Entscheide auszubauen. Das heißt, es ist diverses neu hinzugekommen, vor allem im Bereich Gesetzgebung, das heißt Gesetzgebungsmaterialien. Von diesen 500 und etwas 1000 Dokumenten sind wir übers Wochenende auf über 600.000 gestiegen und es werden weitere in der näheren Zukunft. Das heißt, was uns im Moment beschäftigt, ist, wie wir das Kind in Zukunft nennen wollen. Push-Service Entscheide wird nicht mehr gehen. Wer also dort sachdienliche Hinweise hat, gute Ideen und so weiter, da wäre ich doch sehr, sehr froh, wenn Sie uns dort weiterhelfen können und entsprechend Input geben können. Dann breche ich hier mal für meinen Teil ab und erlaube mir, das Wort gleich an Blaise weiterzugeben. Darf ich dich bitten? Sehr gerne. Besten Dank, Franz. Danke für die nette Einführung und ich freue mich sehr, dass ich Ihnen heute Push-Service noch entscheide und Push-Service bald vieles mehr vorstellen darf. Und ich teile gerne meinen Bildschirm mit Ihnen. Ich werde zuerst eine kleine Präsentation machen und danach steige ich gerne ein in das Produkt und zeige Ihnen, wie das funktioniert, welche Inhalte es gibt und wie Sie das wirklich bedienen und nutzen können, um damit die Rechtsprechung und auch jetzt neu weitere juristische Dokumente überwachen. Push-Service-Entscheide. Warum gibt es den Push-Service-Entscheide schon seit so vielen Jahren? Und da hilft eine zusätzliche Frage an Sie. Wie viele Entscheide haben 2019 die drei Bundesgerichte zusammen publiziert? Ich lasse Ihnen ganz kurz überlegen, wie viele es sein könnten. Und wenn Sie sagen, ja, vielleicht so um die 10.000, dann sind Sie ziemlich gut dran. Das wären 13.000 Entscheide. Alleine von den drei Bundesgerichten. Und wenn man das an die
Arbeitstage umrechnet, dann sind es über 50 Entscheide pro Arbeitstag. Alleine von den drei Bundesgerichten. Und dazu kommen ja noch viele weitere Dokumente und Entscheide. Kantonale Gerichte, Verwaltungsentscheide, ab und zu auch EGMR in den Schweizer Sachen. Und außer dieser Rechtsprechungsseite, auch jetzt, jetzt gerade insbesondere in der letzten Zeit, sehr viel Gesetzesmaterialien, politische Vorstöße, Vernehmlassungen, dringliche Publikationen, das sind auch alles Themen, die Sie als Juristinnen und Juristen mehr oder weniger tangieren. Und für Sie, für Ihre Praxis ist es ja relevant, dass Sie immer auf dem neuesten Stand sind. Und das ist das, was hier der Kern des Push-Service-Entscheide ist. Das ist das Problem, das wir lösen. Es gibt viele Rechtsprechungsänderungen, es gibt viele Gesetzesänderungen, Gesetzesmaterialien, Gesetzgebungsmaterialien, die publiziert werden. Und die werden immer auf verschiedenen Seiten publiziert. Es gibt ja mindestens diese drei Bundesgerichte, die wir alle kennen. Es gibt verschiedene kantonale Gerichte. Es gibt jetzt Parlament als Quelle. Es gibt zahlreiche weiteren Publikationsquellen. Und wenn Sie das jetzt alleine und von Hand überwachen, dann ist das natürlich sehr, sehr aufwendig. Und Sie haben immer das Risiko, dass Sie etwas verpassen. Und unsere Lösung dazu ist Push-Service-Entscheide. Als eine zentrale Suchplattform für alle diesen Inhalte. Diese Inhalte sind aggregiert in eine Datenbank, in eine Suche. Und so in dieser Suche können mit speziellen juristischen Suchfiltern durchgesucht werden. Und dazu kommt, dass die Inhalte ja nicht nur durchgesucht werden können Richtung Vergangenheit, aber sie können auch definieren, was sie interessiert. Und da anhand von dem werden die neuen Entscheide, die neu in die Datenbank jeden Tag kommen, geprüft und überwacht. Und wenn es Entscheide oder neu auch weitere Dokumente gibt, die Sie interessieren, die für Ihre Praxis relevant sind, dann werden Sie automatisch benachrichtigt. Vorteil für Sie, eine zentrale Suche, eine zentrale Datenbank, speziell für Juristinnen und Juristen gemacht, hilft Ihnen, die Suche effizient zu machen, hilft auch eben das manuelle Prüfen der neu gekommenen Entscheide mit einer automatischen Überwachung zu ersetzen. Zeitersparnis und Zuverlässigkeit, das sind die zwei Stichworte, die hier als Nutzen relevant sind. Nun, welche Inhalte gibt es tatsächlich? Wie Franz Kummer gesagt hat, erstens die Rechtsprechung. Über 525.000 Entscheide aus den Bundesgerichten, EGMR in den Schweizer Fällen, die kantonale Rechtsprechung aus großer Mehrheit der Kantone, auch Entscheide und Publikationen der Verwaltung. Und alleine mit diesen 525.000 Entscheiden sind wir schon die größte Rechtsprechungsdatenbank der Schweiz. Und dazu kommen noch weitere Inhalte. Erstens, das wurde jetzt hier noch nicht erwähnt, sogar die Rechtsprechungskommentare, die sind auch dabei. Die sind auch dabei für Sie. Es gibt spezielle Redaktionen von Weblog-Autorinnen und Autoren, die die neuesten, wichtigsten Entscheide kommentieren. Wir haben insgesamt fast 2500 Kommentierungen. Die sind einerseits von diesen Weblog-Autorinnen und Autoren erfasst, andererseits integrieren wir auch die relevanten, qualitativ sehr guten Blogs, die auch in der Schweiz geführt werden. Und dazu, das ist jetzt die große Neuheit, die Gesetzgebungsmaterialien. Wir haben in der letzten Zeit die Curia Vista-Geschäfte des Parlaments und das amtliche Bulletin integriert. Das heißt, wenn Sie jetzt gerade in dieser wechselvollen Zeit ein Thema besonders verfolgen möchten, dann können Sie das nicht nur in den Entscheiden machen, Sie können es jetzt auch mit Push das Thema auch
in den Gesetzgebungsmaterialien des Bundes machen. Und das ist noch ein Schritt mehr in diese Richtung, eine zentrale Datenbank mit juristischen Suchmöglichkeiten, die sie automatisch mit den gewünschten Informationen beliefert. Die vollständige Auflistung, die ist ziemlich lang, da komme ich noch dazu, wie Sie auch selber entdecken können, welche Inhalte es gibt im Push-Service Entscheide. Ich nenne jetzt einfach ganz kurz einige Highlights aus dieser Liste. Zum Beispiel Bundesgerichtsentscheide haben wir ab dem Jahrgang 1, ab dem Anfang. Bundesverwaltungsgericht natürlich die Leitentscheide, die weiteren Urteile, auch die Referenzurteile, die auf der Webseite des Bundesverwaltungsgerichts publiziert werden. Wir haben ebenfalls in der Suche die Vorgängerorganisationen des Bundesverwaltungsgerichts. Hier EMARC, VPB, Rekurskommission und so weiter, das ist auch alles integriert. Das ist die Bundesseite, jetzt weiter die Kantone. Wir haben 265.000 Entscheide aus 15 Kantonen. Das macht etwa die Hälfte aus allen diesen Entscheiden, die wir hier haben im Push. Publikationen der Verwaltung. Wir haben die FINMA Enforcement Entscheide. Wir haben Recht und Politik des Wettbewerbs integriert als Inhalt. Und natürlich die ganz wichtigen Highlights heute, Curia Vista Geschäfte und amtliches Bulletin und der Rechtsprechungskommentar. Es ist nicht nur in Anführungszeichen eine Rechtsprechungsdatenbank. Sie lesen nicht nur das, was die Gerichte sagen, Sie können ebenfalls lesen, was die Doktrin dazu meint. Das heißt, da haben Sie schon einen ganz großen Mehrwert. Sie sehen nicht nur die offizielle oder die Seite des Gerichts, der Behörde. Sie sehen auch, was die Meinung oder die Antwort der Doktrin dazu ist. Und alle diesen Inhalte können Sie, wie gesagt, mit speziellen juristischen Suchfiltern, mit speziellen juristischen Tools durchsuchen. Volltextsuche natürlich, wir haben auch juristische Stichwörter in allen drei Landessprachen und auf Englisch. Wir haben eine Normensuche. Sie können alle Entscheide, auch die Dokumente vom Parlament nach spezifischen Normen suchen. Sie können natürlich sinnvoll in den Quellen die Suche einschränken, haben auch Register, zum Beispiel Stichwortregister oder auch Gesetzesregister und dazu noch eine separate Suche in den erwähnten Kommentierungen. Und Suche, wie gesagt, das richtet sich nach der Vergangenheit. In die Zukunft schauend können Sie auch eine Suche erstellen, speichern und eben als Profil erfassen. Da geht es darum, dass Sie eben die zukünftigen Entwicklungen überwachen oder besser gesagt der Maschine überwachen lassen. Sie erhalten dann nur die relevanten Ergebnisse. Und da ist mein empfohlenes Vorgehen, und dazu komme ich auch noch in der Demonstration, dass Sie zuerst doch eine Suche machen, prüfen, ob die Suche die gewünschten Resultate liefert, schauen auch, wie oft die Entscheide, die Dokumente zu diesem Thema erscheinen in der Datenbank und so, wenn das Ihren Vorstellungen entspricht, erst dann die Suche als Profil speichern und anhand von dem werden Sie über die neuesten Treffer, neuesten Dokumente benachrichtigt. Das ist jetzt schon alles, was die theoretische Einführung betrifft. Ich übergehe jetzt sehr gerne in die Demonstration und danach hoffe ich, dass wir einige spannende Fragen haben werden und ich zeige Ihnen jetzt Push-Service-Entscheide. Das ist der Service, so sieht das aus. Wenn Sie sich einloggen, gelingen Sie hier auf diese Übersichtsseite. Auf dieser Übersichtsseite, wo Sie sehen, hier anhand vom Datum, diesem Kalender, welche Dokumente, welche Entscheide
an einem Datum publiziert wurden. Sie können hier frei die Daten auswählen und können hier auch zum Beispiel nach Woche auswählen. Ich warte jetzt, bis das zustande kommt. Eventuell muss ich mich neu einloggen, weil ich hier früher die Präsentation gemacht habe. Jedenfalls mache ich das noch so. Genau, aber jetzt schon an diesem Beispiel sehen Sie hier, was in der Anzeige hier vorhanden ist. Wir haben hier, welches Gericht hier die Dokumente publiziert hat. Wir haben auch die Daten, Publikationsdatum und Entscheiddatum von unseren Dokumenten. Hier die Geschäftsnummer, die natürlich pro Gericht spezifisch ist. Und hier auch schon die weiteren Informationen zu einem Entscheid, Sachgebiet und Prozessgegenstand bzw. Register. So sehen Sie schon hier in der Trefferliste, wie die Informationen hier aus diesen Entscheiden angezeigt werden. Weiter sehen Sie auch hier die Sprache, Status und Informationen. Und ich starte jetzt hier mit diesen Icons, die hier auf der rechten Seite angezeigt werden. Zum Beispiel hier Gesetzesregister, Stichwortregister. Jedes Mal, wenn Sie hier bei einem Entscheid auf diese Icon mit Fragezeichen klicken, oder nicht sogar klicken, sondern einfach die mit dem Mouseover angehen, dann sehen Sie schon, welche Informationen in dem Entscheid selber vorhanden sind. Das heißt, hier ist ja der erste Treffer hier, Invalidenversicherung, kommt vom Bundesgericht, ein weiterer Urteil des Bundesgerichts hier mit den zitierten Gesetzen und Stichworten, die hier automatisch erkannt wurden in diesem Entscheid, und das so für jeden Entscheid, für jedes Dokument, das Sie in der Datenbank sehen. Weiter können Sie hier einen Entscheid als relevant markieren. Der wird hier in meinen Entscheiden abgelegt. Das zeige ich Ihnen gleich hier. Sie können auch eine Notiz erfassen zu einem Entscheid und können auch einen Entscheid als PDF herunterladen. Und die letzte Icon, die ist ganz interessant, weil die jetzt spezifisch sich auf die Rechtsprechung richtet. Und zwar so, dass Sie hier sehen, welche Entscheid das ist. Das ist schon mal das, was hier auch angezeigt wird. Aber auch sehen Sie, welcher kantonale Entscheid hier in diesem Bundesgerichtsentscheid erwähnt ist. Das heißt, das ist der Instanzenzug. Und das, meine Damen und Herren, erkennen wir automatisch aus den Texten der Entscheid. Das heißt, wir sind hier in der Lage zu sagen, das ist ein Entscheid des Bundesgerichts. Und in diesem Fall geht es um etwas, was hier in diesem kantonalen Entscheid passiert ist. Und die beiden Entscheide kann ich öffnen. Das wird hier, hoffe ich, bald angezeigt. Ich warte noch ein bisschen, bis das jetzt kommt. Vielleicht muss ich jetzt noch einfach meinen Browser. Aktualisieren, das ist der berühmte Vorführeffekt. Aber das ist sicher nur noch vorübergehend und ich schließe vielleicht doch noch diese Fenster hier oder melde mich ab und dann wird es vielleicht noch besser funktionieren. Oder um jetzt sicher zu sein, öffne die Seite neu. Aber das scheint leider gerade nicht viel auszumachen. Ich hoffe, dass das doch wirklich vorübergehend ist, weil wir das ja
für Sie heute zeigen wollten. Und ich weiß nicht, Franz, und du Ja, hast auf deinem. ich habe es auch ausprobiert und komme hier auch nicht rein. Ich habe gerade eine E-Mail an die IT geschickt, damit sie sich das anschauen. Irgendetwas bei der Anmeldung scheint dort nicht korrekt zu funktionieren. Das heißt, im Moment ist wirklich gerade schwierig und ich hoffe, dass ich in ein paar wenigen Sekunden Antwort erhalte und das dann wieder funktioniert. Ich bin dran, ich melde mich. Aber Sorry. gut, gibt es nicht mehr noch PowerPoint, das kann ich kann hier ganz ruhig zu meinem PowerPoint zurück und ich kann auch versuchen, hier bei dieser Seite zu prüfen, ob es hier richtig angezeigt wird. Genau, das ist so. Das heißt, da kann ich mich einfach hier ganz ruhig mit Ihnen weiter unterhalten über die Inhalte an sich. Das sind die Inhalte, die wir hier in der Datenbank haben. Das heißt, erstens die Neuigkeiten, die Gesetzgebungsmaterialien, Curia Vista, Geschäfte, amtliches Bulletin. Die beiden Quellen, die machen schon 100.000 Dokumente aus, die alle hier bei Curia Vista Geschäft entsprechend in drei Sprachen erhalten sind im System und hier 50.000 Dokumente vom amtlichen Bulletin. Die sind hier entsprechend ab circa 91 und 99 vorhanden. Da richten wir uns einfach daran, was auf der Webseite des Parlaments vorhanden ist. Weiter die Bundesgerichte und wir haben nicht nur die drei Bundesgerichte, sondern sogar das vierte Gericht, Bundespatentgericht, auch mit den Entscheiden aus dieser Quelle. Wir haben auch, wie gesagt, EGMR, die Entscheide, die die Schweiz betreffen. Das können wir auch hier in der Datenbank durchsuchen. Und die ganz, ganz vielen kantonalen Dokumente, die auch im Push-Service-Entscheide in der Datenbank vorhanden sind. Die Auflistung ist, wie gesagt, ziemlich lang. Das können Sie hier ganz ruhig nachlesen. Wir haben auch die Entscheide von FINMA und vom COMCO. Und genau, das sind die Entscheide, die hier zusammen über 600.000 Treffer machen. Und genau das ist das, was ich jetzt hier wartend ein bisschen auf die Antwort von der IT zeigen kann. Ich weiß nicht, ob Sie vielleicht in der Zwischenzeit noch schon Fragen hätten. Ist es vielleicht einfacher, wenn ich jetzt hier den Screensharing stoppen würde, Franz? Ich weiß nicht, ob du schon etwas gehört hast. Ich stoppe jetzt ganz kurz den Screensharing und würde vielleicht auf die Fragen eingehen, wenn es solche schon gibt. Vielleicht haben Sie schon Fragen zu den Inhalten oder hätten Sie noch Wünsche, was wir ansonsten für Sie integrieren könnten? Also Blaise, ich hab versucht, jemanden zu erreichen, niemand dran gekriegt. Wahrscheinlich ist die Zeit gerade schlecht, knapp nach dem Mittagessen. Und alle Dienste funktionieren mit einer einzigen Ausnahme. Das ist der Push-Service-Entscheide. Frag mich nicht, warum und wieso. Aber ich denke, das dürfte das Beste sein, wenn wir Also einen neuen. inzwischen scheint das besser zu sein. Ich Meinst du? versuche, also ich kann mich jetzt hier so. Genau, das scheint doch die kurze Pause hat anscheinend der Maschine gut getan. Und ich prüfe es jetzt noch ganz, ganz kurz und bitte noch um eine Minute Geduld, aber ich bin zuversichtlich, dass wir uns von diesem kleinen Problem nicht verwirren lassen und einfach ganz ruhig weitermachen. Und ich genau, ich
kann nun jetzt das alles zeigen, was ich auch geplant habe. Das heißt, das ist nur etwas, was wir alle einmal erlebt haben, dass etwas nicht funktioniert und dann funktioniert es wieder und können wir einfach ganz ruhig die gewünschten Sachen weiter zeigen. Was ich jetzt nun machen werde, ich teile wieder den Bildschirm mit Ihnen und da bin ich wieder da, wo ich auch aufgehört habe, hier bei diesen Urteilen mit dem Instantenzug. Und ich bin hier am Montag, 22., das heißt Anfang der Woche. Und wie gesagt, hier noch vielleicht ganz kurz ein Durchstreif über diese, Informationen hier. Die Informationen zu allen Entscheiden und Dokumenten, die hier an diesem Tag publiziert worden sind. Publikationsdatum, Entscheidatum natürlich hier, welches Gericht hier die Dokumente publiziert hat, die Nummer der Dokumente, hier Sachgebiet, Prozessgegenstand, die Sprache des Dokumentes hier, interessant, dieses Sternchen bedeutet Entscheid zur Publikation vorgesehen hier bei den Entscheiden des Bundesgerichts, das heißt an sich ein relevanter Entscheid. Es lohnt sich vielleicht hier den durchzulesen. Und weiter diese Icons auf der rechten Seite. Die erste mit diesem Fragezeichen zeigt schon, welche juristischen Referenzen im Text enthalten sind. Und hier auch die zitierten Gesetze und Gesetzesnormen und dazu auch das Stichwort Register, welche Stichwörter, die juristischen Stichwörter automatisch erkannt worden sind. Weiter diese Icon, ich kann das abspeichern und unter meine Entscheide ablegen. Das landet hier unter meine Entscheide, dazu komme ich gleich noch. Das ist hier das. Das heißt, wenn Sie sagen, aha, das ist interessant, zur Publikation vorgesehen, habe ich jetzt gerade nicht die Zeit, lege ich mal für später ab. Das können Sie einfach so machen. Weiter auch im ähnlichen Sinne die Notizfunktion. Ich kann hier Notiz erfassen, die wird abgespeichert und die sehe ich erstens mal schon so. Kann ich jederzeit auch ändern. Und das funktioniert einfach so. Und wenn ich das gerade öffnen werde, dann wird die Notiz auch übrigens im Cache angezeigt. Weiter PDF-Version des Dokumentes an sich. Und hier ganz spannend für Sie eben dieser Instantenzug. Das ist der Entscheid vom Bundesgericht, das ist der Entscheid der unteren kantonalen Instanz, das ist hier automatisch erkannt worden und die beiden kann ich hier anschauen. Ich kann hier den ersten eben anklicken und sehe übrigens hier meine Notiz dazu und auf der linken Seite natürlich den Text mit allen Referenzen, die automatisch im Text erkannt und verlinkt sind. Hier die Gesetzesreferenzen, Sie sehen übrigens auch direkt, wenn Sie auf dieses Pfeilchen, auf dieses rote Pfeilchen mit dem Maus gehen, welche Norm zitiert worden ist. Natürlich auch die weiteren Entscheide, die hier auch erkannt und verlinkt sind. Das ist auch hier auf der rechten Seite aufgelistet. Das entspricht eben diese Ansicht hier, das heißt, das, was Sie hier mit diesem Fragezeichen sehen, das entspricht genau dem, was hier auf der rechten Seite auch vorhanden ist. Hier übrigens auch meine Notiz und dazu noch hier die beiden Entscheide, die wir auch bei dem Instantenzug sehen. Das heißt, das ist der Entscheid vom Bundesgericht. Hier sehen wir, welcher Entscheid des Kantons Zürich hier in diesem Fall erwähnt wurde und den kann ich hier direkt auch anschauen und dann wieder zurück zu meinem Ausgangsdokument springen. Das ist für Sie
ganz praktisch und das ist auch unsere Stärke hier in dieser Datenbank, die wirklich sich historisch auf diese Rechtsprechung konzentriert hat, dass wir hier die Funktionen haben, die wirklich ganz rechtsprechungsspezifisch sind. Und das sind nun die Entscheide, die in einem bestimmten Tag publiziert worden sind. Hier mit der Anzeige des Inhalts, wie gesagt, die Inhalte auf der linken Seite, auf der rechten Seite die Metadaten, auch die Notizen allenfalls von Ihnen und hier die Informationen zum Instanzenzug. Nun, wie weiter hier? Das ist ja das, was an diesem Tag publiziert worden ist. Ich möchte jetzt weiter und mehr suchen können. Und das kann ich hier unter der Suche. Und zwar so, dass ich hier erstens mal die ganz typischen Suchfunktionen habe. Erstens die Volltextsuche natürlich mit Suchoperatoren, die hier auch erklärt sind. Weiter habe ich auch eine Thesaurussuche mit dabei. Das heißt, die Thesaurussuche, die bewirkt, dass wenn ich nach einem bestimmten Begriff suche, der im Thesaurus vorhanden ist, dann wird dieser Begriff automatisch in alle drei Landessprachen und auf Englisch übersetzt. Wenn ich hier zum Beispiel nach Bankgeheimnis suchen würde, hier erhalte ich schon mal einen Vorschlag. Das bestätige ich. Ich sehe, der Text ist in diesen drei Klammern hier. Wenn ich die Suche tätige, Suche für den Begriff Bankgeheimnis, aber nicht nur, sondern auch Secret Bancaire und so weiter in allen drei Landessprachen und dazu auch auf Englisch. Und das ist eben dieser Thesaurus. Und das können Sie natürlich auch jederzeit abschalten. Weiter, ganz typische Juristensuche, Normensuche. Wir haben gesehen, dass es in den Entscheiden hier die Möglichkeit gibt, die zitierten Normen anzuschauen. Zum Beispiel hier, welche Normen zitiert worden sind. Und das kann ich auch andersrum machen. Ich kann von den Normen zu den Entscheiden gelingen. Und das mache ich so, dass ich hier zum Beispiel DSG schreibe, Datenschutzgesetz, und hier wird mir vorgeschlagen, eben DSG als Gesetz hier. Ich kann hier abspringen zum Gesetzestext. Und kann hier nach DSG oder ganz spezifisch nach den einzelnen Normen suchen. Zum Beispiel hier Artikel 2 Absatz 1 Litera A. Das funktioniert so. Ich kann hier das anwählen, sehe direkt, wie viele Treffer es gibt zu dieser Norm. Hier Fenster schließen und Suche tätigen. Dann erhalte ich hier meine Suchresultate, die alle etwas mit diesem Artikel des DSG etwas zu tun haben. Das kann ich auch anders machen, auf einem anderen Weg, dass ich hier anstatt die Normen einzugeben, über Gesetzesregister einsteige, habe ich hier Privatrecht, Datenschutz, hier DSG, das wird geöffnet. Ich erhalte dieselbe Auflistung. Hier kann ich sehen, okay, Artikel 2 Absatz 1. Litera A, private Personen, ich erhalte die gleichen Treffer. Also das ist die andere Möglichkeit, nach Gesetzesnormen zu suchen, entweder hier in dieser Volltextsuche, Normensuche, mit einer kleinen Anleitung noch für später, oder über Gesetzesregister die gleichen Resultate. Natürlich hier Zeiteinschränkung nach Entscheiddatum, nach Publikationsdatum und nun das ganz Spannende, die Auswahl der Quellen. Warum spannend? Weil das Ihnen auch aufzeigt, welche Quellen es gibt. Und das haben wir schon kurz angeschaut in der Zwischenzeit auf der Weblo-Webseite. Die Auflistung der Inhalte, das haben Sie auch jetzt hier. Eine Schnellauswahlmöglichkeit, Bund oder Kantone oder hier die Detailauswahl. Ich starte jetzt hier mit diesen Rechtsprechungsinhalten, Bundesgericht, wie gesagt, Leitentscheide und weitere Entscheide, weitere Urteile, Bundesverwaltungsgericht, weitere Urteile und die Leitentscheide entsprechend verteilt nach dem Publikationsmuster des Bundesverwaltungsgerichts, weiter die Referenzurteile und die ganze Sammlung der
Vorgängerorganisationen, Asylrechtskommission, Verwaltungspraxis der Bundesbehörden und die Rekurskommission. Weiter noch Bundesstrafgericht natürlich, Bundespatentgericht auch, wie erwähnt, haben auch Militärkassationsgericht und die EGMR-Entscheide in den Schweizer Fällen. Dann noch auf der Stufe Bund bleibend die Entscheide und Publikationen der Verwaltung, die wir auch schon erwähnt haben, FINMA Enforcement und Recht und Politik des Wettbewerbs. Und nun dazu die ganz lange, ausführliche Auflistung der kantonalen Quellen. Sie haben hier die Möglichkeit zu schauen, welche Inhalte es gibt pro Kanton. Wir haben zum Beispiel letztens die Inhalte vom Kanton Zug und auch die Verwaltungsentscheide und Dokumente des Kantons Zürich vervollständigt und erweitert. Das heißt, die Auflistung ist hier pro Kanton entsprechend immer sehr ausführlich. Wir haben die Entscheide aus ganz, ganz vielen Kantonen hier. Und nun, last but not least und ganz spezieller Fokus für heute, diese Gesetzgebungsmaterialien, die auch vorhanden sind, sie sind hier zumindest derzeit unter dem Ast Curia Vista. Da sind die Curia Vista Geschäfte des Parlaments, die hier auch durchsuchbar sind und die Sie auch hier in der Suche abrufen können. Zum Beispiel hier nach Geschäftstipp, Geschäfts des Bundesrates. So kann ich ganz schnell meine Suche einschränken und sehe hier die Geschäfte des Bundesrates aus dem Curia Vista Bereich. Und die kann ich auch hier gerne anzeigen, zum Beispiel hier gerade ein aktuelles Thema Covid-19-Gesetzänderung und Zusatzkredit. Kann ich hier den Inhalt anzeigen lassen. Hier habe ich gesammelt alle Informationen, die der Curia Vista-Webseite des Parlaments entsprechen, die Sie übrigens auch hier immer öffnen können. Das heißt, die Dokumente und die Inhalte, die hier auf dieser Parlamentswebseite vorhanden sind, die sind auch hier übernommen worden. Nochmals mit der Idee, dass Sie ein einziges Tool haben, in dem Sie alles, was Sie interessiert, durchsuchen und überwachen können. Die Dokumente, die hier zum Beispiel aus dem Bundesblatt erwähnt sind, die sind auch immer verlinkt hier. Hier weiter unten sind die Medienmitteilungen, die zu diesem Geschäft passend sind, auch aufgeführt. Und hier auf der rechten Seite ebenfalls in der Datenbank vorhanden, die amtlichen Bilder hier schon ganz, ganz frisch aus der Frühlingssession dieses Jahres zum Beispiel hier auch können Sie nachlesen, was zu dem Covid-19-Gesetz so wirklich gesagt worden ist im Parlament. Also das ist die ganz neue Spalte, die sich für uns öffnet hier, die Gesetzgebungsinhalte Curia Vista und Bundesblatt. Das ist das, was hier vorhanden ist. Wir denken natürlich weiter und möchten hier auch einerseits die Rechtsprechung erweitern. Wir sind immer daran, die kantonalen Entscheide weiter zu integrieren in Push-Service-Entscheide und andererseits haben diese neue Spalte, neue Richtung angeschlagen mit Curia Vista und Bundesblatt, nicht Bundesblatt, amtliches Bülter, aber eben die weiteren Dokumente, die wir auch aufnehmen möchten, das sind Bundesblatt, amtliche Sammlung und allenfalls noch weitere Dokumente, die sich auch alle mit diesem Gesetzgebungsprozess beschäftigen, beschaffen. Da sind wir auch daran, das noch aktiv auszubauen. Und das ist nun die Dokumentenseite. Wie gesagt, das sind einfach die Dokumente, die wir integrieren und in eine Suche, eine Datenbank Ihnen zur Verfügung stellen.
Dazu kommen noch die Publikationen. Das sind eben diese Rechtsprechungskommentare. Die sind hier aufgelistet, hier unter Publikationsliste die Kommentare der Weblog-Autorinnen und Autoren, unter Blogs die Blog-Einträge, die wir hier aus den entsprechenden Blogs auch für Sie in eine einzige Quelle integrieren. Sie können in den Kommentaren suchen, entweder mit einer Volltextsuche oder auch hier nach Rechtsgebieten, können hier zum Beispiel eben Datenschutzrecht die entsprechenden Kommentierungen anzeigen. Die DRSK-Kommentierungen werden auch monatlich verschickt. Das heißt, da erhalten Sie auch immer eine Übersicht von dem, was letztens geschehen ist in den Gerichten und auch eine kritische Würdigung seitens der Doktrin. Und wir haben auch hier Podcasts, die Sie auch hier anschauen können. Das sind nun all die Inhalte, die wir hier haben. Ganz kurz noch die weiteren Funktionen. Das geht in die Richtung, die ich schon erwähnt habe, ganz anfangs. Die Entscheide, die ich interessant finde, die kann ich hier mit dieser Icon einfach hier ablegen. Kann ich dann wieder das wegnehmen, dann wird es entfernt. Und genau, das ist hier diese Möglichkeit. Was ich auch hier noch erwähnen möchte, wir haben hier in dieser Datenbank die Entscheide und die Kommentierungen dazu. Und eine Möglichkeit ist, dass Sie diese separat suchen. Die andere Möglichkeit ist, dass Sie direkt auch sehen, wenn ein Entscheid kommentiert worden ist. Und das sehen Sie so, dass bei einem Treffer hier diese Icon angezeigt wird. Ich zeige es hier in der Suche an einem Beispiel. Das ist ein Beispiel mit Google Street View vor ein paar Jahren, weil das ein ganz heikles Thema im Datenschutzrecht, was Google mit Daten Street View machte, und das wurde heftig kommentiert. Und das sehen wir auch hier an diesem Beispiel. Wir haben hier diesen Treffer zu Google Street View. Ich sehe erstens, welche Instanzen hier involviert waren in dieses Verfahren, Bundesverwaltungsgericht, dann Bundesgericht, und daraus ist ein Leitentscheid geworden. Und dazu hier bei der Datenbank hier Kommentierungen. Wenn ich das anklicke, finde ich zwei Kommentierungen zu diesem Entscheid. Das heißt, das ist auch ein Zusatznutzen für Sie, wenn Sie hier durch die Entscheide blättern sozusagen, sehen Sie direkt, welche von denen kommentiert worden sind, und entsprechend zeigt das auf, dass diese Entscheide wahrscheinlich relevant sind. Genau, also das sind wirklich die Inhalte, die es hier gibt, hier unter meine Entscheide, die Entscheide, die Sie hier abspeichern können, ebenso die Publikationen, das heißt die Kommentierungen und Entscheide mit Notizen, das ist auch hier alles dabei. Das können Sie hier schön nachschauen. Und was ich jetzt noch in der letzten Zeit mit Ihnen anschauen möchte, sind die Profile. Wie gesagt, ein Profil im Push-Service-Entscheide ist eine Suche, die Sie gespeichert haben und die für Sie immer wieder ausgeführt wird, sodass Sie mit dieser Suche neue Entscheide finden, die zu dieser Suche passen. Und das machen Sie am besten so, dass Sie eben zuerst eine Suche machen. Und wenn Sie die Suche gut finden, erst dann speichern Sie diese Suche als Profil. Beispiel Facebook. Ich möchte wissen, was im Parlament alles zum Thema Facebook gesagt wird. Ich mache die Suche. Prüfe sie, okay, ich sehe, es gibt tatsächlich Dokumente, die sich mit dem Thema beschaffen. Jetzt, wie oft wird Facebook erwähnt im Parlament? Ich kann die Treffer hier nach Publikationsdatum
sortieren und sehe hier, ja, pro Jahr werden doch einige Dokumente publiziert, die sich mit dem Thema beschaffen. Das heißt, das passiert nicht allzu oft, aber auch nicht allzu selten. Das heißt, das ist der perfekte Use Case, um dieses Thema automatisch zu überwachen. Und ich kann nun die Suche als Profil speichern. Ich klicke hier als Profil speichern, gebe einen Profilnamen Facebook und sage, ja, einmal pro Woche möchte ich benachrichtigt werden. Und das kann ich jetzt abspeichern hier ganz am Ende. Und dann wird es hier gespeichert. Und das wird zu meinem neuen Profil. Und unter meine Profile sehe ich, zum Beispiel habe ich 3 Profile Coronavirus, Epidemiengesetz und Notrecht. Und da sehe ich auch alle Treffer zu diesem Thema und kann ich entsprechend zum Beispiel die gelesene oder ungelesene abrufen. Franz, ich denke, wir haben etwa bis 15:15 vorgesehen und das ist jetzt langsam die Zeit. Ich frage mich, ob es vielleicht Fragen gibt oder ob ich habe 2 Fragen habe ich hier aufgeschnappt und auch kurz beantwortet, aber das kannst du für alle ja auch noch tun. Eine Frage war Lawdesk. Wir haben ja Nutzer von unserer juristischen Anwaltscloud mit in diesem Brownback. Und die Frage dort war, ob der Push-Service Entscheide eingekauft werden muss zusätzlich oder im Basispaket mit inbegriffen ist. Für alle Lawdesk Kundinnen und Kunden ist Push-Service-Entscheide im Basispaket inbegriffen. Das heißt, jeder und jeder, der auf Lawdesk arbeitet, kann Push-Service-Entscheide nutzen. Und die zweite Frage war meine Entscheide. Wenn ich einzelne Entscheide gefunden habe und der Meinung bin, die sind für mich wichtig, dann ist das eventuell ein temporärer Zustand und irgendwann komme ich vielleicht dann zum Entscheid, jetzt ist er nicht mehr wichtig. Wie kriege ich den dort wieder weg? Das geschieht auf dem gleichen Weg, wie Sie es zu meinem Entscheid gemacht haben. Das heißt, ich habe hier meine Entscheide und meinen Entscheide, die werden eben zu meinen Entscheiden durch das Klicken auf diese Icon. Und umgekehrt, wenn Sie sagen, jetzt habe ich es gelesen, mein Fall ist abgeschlossen, jetzt interessiert es mich nicht mehr, klicke ich wieder auf diese Icon, der Entscheid verschwindet. Genau. Was ich auch noch schön finde, ist ein gutes Beispiel. Kannst du mal auf den Kalender klicken, oben links? Ja. Und da landen wir in der Zukunft. Genau, das ist so. Da stützen wir uns auf die Daten, die wir erhalten. Das heißt, die einfach auf der entsprechenden Webseite hier in diesem Fall kantonal vorhanden sind. Genau, das heißt, das Gericht hat ein falsches Publikationsdatum aufgeführt. Genau, das kann einfach ein Vertipper sein, dass es kann auch sein, dass der Gericht vielleicht sagt, ja, wir machen einfach, publizieren die Entscheide einmal pro Woche und setzen alle Entscheide mit Publikationsdatum von diesem Tag. Das kann vieles sein, aber tatsächlich, da übernehmen wir einfach die Daten, so wie sie sind, von den Quellen. Genau. Eine Anschlussfrage auch von einem Lawdesk-User, wie es mit dem Passwort aussieht, ob man dazu ein neues Passwort braucht. Sie haben als Weblog-Kunde immer ein Weblog-Passwort. Und das gilt für Push-Service-Entscheide, das gilt für Newsletter, das gilt für alle Dienste, die Sie bei Weblog beziehen und die Sie übrigens als Lawdesk-Kunde genau im Basispaket gratis enthalten haben. Genau, okay, danke. Was sind so die nächsten Schritte, was ist geplant? Genau, geplant ist die Erweiterung der Inhalte. Immer noch, immer wieder. Wir haben jetzt
wenn wir das hier anschauen, genau, haben wir kurz gesagt, 630.000 Treffer. Und wir sind immer dran, diese Zahl nach oben zu bringen. Das heißt, die nächsten Schritte, und das ist ein laufender Task Kantone, wir haben immer wieder kantonale Quellen, die wir weiter integrieren und außerdem die neue zweite Schiene, die wir jetzt fahren, die Gesetzgebungsmaterialien, haben wir derzeit Curia Vista und amtliches Bulletin auf der Parlamentsseite. Wir haben schon im System Bundesblatt und amtliche Sammlung. Das heißt, das werden auch Inhalte sein, die wir wahrscheinlich hier in der nächsten Zeit schon integrieren werden. Dazu gehören auch die Vernehmlassungen, weil sie ja so gut in dieses Gesetzgebungsverfahren passen und geplant sind auch die Medienmitteilungen des Bundes. Gut, danke. Zwei Fragen von meiner Seite noch, allerdings nicht an dich, sondern an das Publikum. Welche Texte hätten Sie gerne drin? Was fehlt Ihnen hier? Es gibt eine Möglichkeit, dass man quasi eigene Texte hochladen kann. Das existiert. Das heißt, das ist angedacht für sich selber. Man kann dort einen Schritt weitergehen und darüber nachdenken, ob es sinnvoll wäre, quasi Entscheide hochladen zu können, die man vorgängig anonymisiert, ein bisschen schwärzt und dann allen zur Verfügung stellt. Das ist zumindest ein Gedanke, der da ist. Aber für Sie interessiert oder aus Ihrer Optik interessiert mich, was fehlt Ihnen, was brauchen Sie häufig, was können wir dort weiter integrieren. Eventuell sind Sachen dabei, an die wir noch nicht gedacht haben. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, wie nennen wir den Push-Service-Entscheide in Zukunft? Haben Sie Ideen, was den Namen betrifft? Jetzt wahrscheinlich ist das nicht so eine Schnell-Schnell-Sache. Das heißt, nicht unbedingt via Chat und F&A beantwortet. Sonst wäre ich froh, wenn Sie mir dort allenfalls direkt per E-Mail antworten könnten, kummer@weblo.ch, und dann nehme ich das sehr gerne entgegen. Im Moment liegen ungefähr 30 Namensvorschläge vor und sind nicht alle gleich ernst gemeint. Das heißt, es gibt da durchaus noch Luft nach oben und etwas Potenzial. Gut. Wenn keine anderen Fragen sind, wir sind gut 7, 8 Minuten über der Zeit. Danke, Blaise, dass du das durchgezogen hast, auch mit der kleinen technischen Panne, mit dem Hänger, den man in solchen, den man nicht braucht in solchen Zeiten und Demonstrationen, aber hat dann doch noch sehr gut geklappt. Die IT hat nicht reagieren müssen, aus irgendeinem Grund hat sich das von allein erledigt. Ich weiß nicht, was der Hintergrund ist. Wir werden dem nachgehen. Auf jeden Fall dir danke, den Zuhörerinnen und Zuhörern ebenfalls. Und für diejenigen, die Lawdesk-seitig mit dabei sind oder waren, haben wir diesen Freitag dann eine etwas intensivere Schulung bei vielen unserer Inhalte, damit Sie sehen, auf was Sie wie direkt zugreifen können mit nur einem Passwort. Gut. Blaise, dir herzlichen Dank. Schönen Nachmittag und allen anderen ebenfalls. Ade miteinander. Tschüss, Blaise. Na, wiedersehen. Merci.